MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin moin, liebe Achievement und Reittierjäger. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Reittier und ganze 4 Erfolge bekommt. Zusätzlich auch noch einen Titel, und zwar das Ganze über die Kampfarena. Zunächst einmal braucht ihr natürlich eine Einladung, und dafür bekommt ihr den Erfolg. Die erste Regel der Kampfgilde lautet: Danach gibt es den Erfolg, sobald ihr einen Kampf gewonnen habt. Ich will, dass ihr mich schlagt, so hart wie ihr könnt. Wenn ihr Rang 4 erreicht, bekommt ihr die zweite Regel der Kampfgilde und zum guten Schluss König der Gilde. Dafür bekommt ihr den Titel der Grubenkämpfer oder die Grubenkämpferin. Zusätzlich bekommen wir noch das Reittier, was ihr hier gerade seht, blutiger Basilisk des Grubenkämpfers. Wie kommt ihr nun an so eine Einladung ran? Das ist ganz einfach, und zwar könnt ihr diese im Auktionshaus kaufen, Mitgliedspass der Kampfgilde. Wenn ihr einmal einen habt, gilt der auf sämtlichen Chars. Alternativ, wenn ihr einen Freund habt, der auf Stufe 4 gespielt hat, mit Stufe 4 und dem dritten Erfolg, bekommt ihr automatisch nochmal eine, die ihr verschenken könnt. Wichtig ist, wenn ihr einmal Mitglied in der Kampfgilde seid, ist das accountweit. Das heißt, egal mit welcher Fraktion, Charakter oder sonstiges, könnt ihr das Ganze machen. Die Kampfgilde jetzt in Legion ist noch aktiv bis zum Pre-Patch. Danach wird die deaktiviert und wird höchstwahrscheinlich wieder irgendwann in Battle for Azeroth aktiviert. So war es zumindest in MOP. Was kam sie in MOP? Zumindest WOD weiß ich, dass es so war. WOD war sie aktiv, wurde deaktiv geschaltet, dann wurde sie in Legion wieder aktiv geschaltet und jetzt in Legion wird sie halt wieder deaktiviert und das Ganze wird dann wieder im nächsten Addon irgendwann in Battle for Azeroth aktiv geschaltet. Hier sehen wir mal einfach das Ganze, wo es bei der Allianz ist, und zwar in Sturmwind hinten im Zwergenviertel. Dort geht es in die Tiefenbahn, dort können wir einfach hinuntergehen, anstatt auf die Tiefenbahn aufzuspringen, springen wir an der Seite runter und dort unten ist das Ganze für die Allianz. Für die Horde hingegen ist das im Tal der Ehre in Orgrimmar hinten, da ist auch eine extra Arena, die ist etwas leichter zu erreichen, einfach rein und fertig. Solltet ihr bei einem Kampf sterben, werdet ihr außerhalb irgendwo in der Stadt spawnen und könnt euch dort wiederbeleben. Ihr meldet euch einfach für die Kämpfe an, werdet dann in die Arena geportet und kämpft dann. Ich zeige euch hier sämtliche Kämpfe, die ihr machen müsst, und gehe auf die einzelnen Bosse ein wenig ein. Ich hatte Glück, ich war alleine zu diesem Zeitpunkt, das heißt, ich bin immer instant reingekommen. Hierzu sei noch gesagt, ich habe das Ganze mit einem Druiden gemacht, mit Gearscore 933, ohne ein legendäres Item, der besitzt nämlich keine, als Bärentank. Das heißt, das macht das ein oder andere schwieriger, funktioniert aber auch ohne Probleme. Ich empfehle trotzdem wie immer Flasks, Buffhut, eventuell Trommeln und, wenn ihr auch habt, die Dauerrune. So, wie gesagt, müssen wir uns rauf Rang 8 für unsere Belohnungen hochkämpfen und für all unsere Erfolge. Das heißt, wir melden uns hier vorne oder hinten einfach erstmal für die Arena an. Der erste Gegner, den wir bekommen, ist Ozu. Das ist einmal eine Kombination aus einem Bären und einem Begleiter. Der Begleiter wird aber sofort gefressen und wir müssen nur noch gegen den Bären kämpfen. Der Bär macht im Endeffekt eine einzige Fähigkeit, die er castet, und damit Schaden nach vorne. Und der müssen wir einfach ausweichen. Also für den ersten Kampf ist das relativ einfach. Und auch die ersten Gegner sind nicht allzu anspruchsvoll. Und hier gilt es eigentlich immer nur, wenn der Bär nach oben springt, um mit den Tatzen auf euch zu landen, zur Seite zu gehen. Da bekommt ihr auch direkt das erste Achievement und euren ersten Beutel. Als nächstes erscheint Opa Brummelflöte. Klingt lustig, ist aber auch so einer. Ist so einer von diesen Jack-Verkäufern aus MOP. Dieser spawnt immer wieder kleine Puppen in verschiedenen Farben. Die blauen heilen den Spieler, wenn er sie berührt. Und die roten und weißen explodieren, machen also Schaden an uns. Hier sieht man das Ganze ganz schön. Man sollte denen also möglichst ausweichen. Als Tank ist das jetzt nicht ganz so schwer. Ihr haut einfach in erster Linie den Boss schnurstracks runter und versucht, den Puppen auszuweichen. Viel mehr gibt es hier bei dem auch nicht zu beachten. Als nächsten hätten wir Olis. Dieser setzt eine einzige Fähigkeit ein, vor der wir immer wieder weggehen müssen. Das Ganze ist die Horrorjagd, aber den Boss einfach schnell umhauen und dann sollten auch hier keine Probleme entstehen. Als nächstes haben wir ein Zwergentrio vom Wildhammer-Clan. Das wären Ulrich Werteschmied, Altor Düsterfied
und Astart der Wilde. Jeder von denen hat eine eigene Fähigkeit. Der eine macht Feuerschaden auf uns mit einem Dot, der nächste wiederum Blitzschaden und stößt uns regelmäßig zurück. Und der wieder andere macht Schaden auf eine komplette Gruppe, obwohl wir alleine sind. Einfach schnell umhauen, die teilen sich das Leben relativ leicht. So, als nächstes haben wir Platschi, den Pinguin, und der macht ziemlich heftigen Schaden an uns. Den sollten wir uns vom Leibe halten. Zumindest sollten wir ihm immer unterbrechen, dass er die Fähigkeit Picken nicht einsetzen kann. Die wirkt dann 1,1 Sekunde. Ihr seht das Ganze hier. Wenn die durchkommt, macht die massiven Schaden. Am einfachsten ist dafür, dass ihr ihm Schaden zufügt. Dann hört er auf zu casten. Am einfachsten ist es wirklich, wenn ihr euch den vom Leib haltet, sprich mit Fernkampfattacken angreift. Also für Ranges sowie für Hunter ist das sehr, sehr einfach. Für Milis ist das ein bisschen schwieriger. Ihr müsst versuchen, permanent draufzuhauen und ihn vielleicht versuchen, aus den Ecken rauszuziehen und ihn dann kreuz und quer wegzuschicken. Ihr seht das schon, wenn ihr Schaden macht, dann stoßt ihr den damit immer wieder ein Stück zurück. Sollte er Schaden an euch machen, stoßt er euch zurück oder beziehungsweise macht auch massiven Schaden an euch. Deswegen versucht ihn immer zu unterbrechen und so viel und so schnell wie möglich draufzuhauen. Hier also wirklich keine Konterlücken lassen, sodass der Gegner überhaupt gar nicht erst euch angreifen kann. Das macht die Sache wirklich wesentlich leichter an der Stelle. Ihr seht, das Ganze geschafft und kommen wir zum nächsten. Als nächstes betritt Bill, der Hausmeister, die Arena. Dieser beschwört regelmäßig Besen, die dann die Arena säubern, aber auch verschiedene Fähigkeiten haben. Das Ganze könnt ihr natürlich kicken, so mal es euch möglich ist, aber das geht nicht immer. Manche Besen schlagen euch einfach nur, andere Besen verfolgen euch und explodieren, wenn ihr sie bekommt. Zusätzlich bekommt ihr immer wieder einen Stapel des Debuffs Borstig, das gewissen Schaden an euch verursacht und den Schaden wiederum erhöht. Also auch da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu viele von bekommt. Aber eigentlich ist Bill relativ schnell und leicht zu besiegen, wie ihr seht. Als nächstes Boss bekommen wir Zanoriak. Das ist der erste, bei dem ihr wahrscheinlich ein paar Tries braucht, denn dieser macht an sich nicht viel Schaden, außer einer gottverdammten Fähigkeit, und das ist die Feuerwand. Die sehen wir hier auch. Währenddessen kommen vom Himmel mehrere Feuerbälle hinunter und diese machen massiven Schaden, auch an Tanks. Das heißt, sobald dies wirkt, solltet ihr euch in Bewegung setzen und davon versuchen, so schnell wie möglich wegzulaufen. Ihr seht, ich droppe hier massiv runter. Ihr könnt den Boss stunnen, kicken, ganz normalen Cast, aber ihr wird, sobald er unterbrochen worden ist von der Feuerwand, die man selber nicht kicken kann, sofort wieder anfangen, das zu casten. Das heißt, er kauft euch nur kurze Zeit. Hier ist es praktisch, wenn ihr euch selber irgendwie heilen könnt und wirklich so schnell wie möglich aus dieser Feuerwand herausläuft. Ja, es ist wirklich massiver Schaden. Mehr kann der auch nicht. Das heißt, wenn ihr also guten Burst habt, haut ihn einfach so schnell wie möglich um. Da ich den mit dem Druiden hier nicht so habe, war das Ganze ein bisschen anstrengender. Als nächstes treffen wir auf Meister Paku. Dieser hat mit der Fähigkeit Erde, Wind und Feuer sich natürlich in drei dementsprechende Wesen eingeteilt. Zunächst einmal ist zu sagen, dass ihr selber nicht stehen bleiben könnt. Euer Charakter läuft die ganze Zeit. Sinn ist es nun, so ein bisschen Pac-Man-mäßig diese drei natürlich zu töten. Das sind sozusagen unsere drei Geister, die wir kaputt machen. Währenddessen müssen wir durch die Gänge laufen. Sollten wir das Blaue berühren, kriegen wir massiven Schaden, den wir natürlich versuchen zu dodgen. Also dementsprechend nicht drin stehen bleiben, wobei stehen bleiben kann man ja nicht richtig, beziehungsweise nicht groß durchlaufen. Zum anderen müssen wir die drei Geister nun zerstören, indem wir sie töten. Diese wirbeln aber die ganze Zeit und machen massiven Schaden. Dafür sammeln wir die goldenen Kugeln ein, damit sie derzeit einfach meditieren. Nun sind wir auf Rang 3 angekommen und bekommen auch schon unseren ersten Gegner, Todesflosse. Todesflosse selber ist eine Seekuh, die einfach nur massiven Schaden verteilt. Ansonsten macht der nichts möglich. Ihr müsst den einfach nur schnellstmöglich umbürsten. Als Heiler könnte das natürlich massiv schwer sein, als DD einfach Schaden drauf machen, und als Tank könnt ihr ja Death Cooldowns ziehen bzw. euch gegenheilen. Mehr müsst ihr bei der Seekuh hier, also Todesflosse, auch nicht beachten. Relativ einfach, wenn ihr auf Rang 3 gekommen seid. Nun kommen wir zu Splat. Dieser hinterlässt ab und zu Pfützen, in die man natürlich nicht reingehen sollte, aber das Wichtigste an Splat selber ist, dass er sich unterteilt in viele kleine Splats sozusagen. Ihr solltet euch den Hauptsplat bitte markieren und wirklich nur auf dem bleiben, die anderen könnt ihr nebenbei mitdamagen. Wichtig ist aber nur, dass ihr den Hauptsplat, also den, der zuerst da war, tötet. Die anderen sind absolut irrelevant, der Schaden steigert sich natürlich mit der Zeit, weshalb ihr als Tank natürlich ruhig die anderen mit Schaden machen könnt, beziehungsweise Death Cooldowns benutzen könnt. Als DD
einfach voll auf den ersten drauf wegbursten und habt ihr auch weiterhin keine Probleme. Ich bin hier stehen geblieben, man hätte das Ganze auch kiten können, aber wie ihr seht, als Tank ist das jetzt nicht wirklich herausfordernd. Als nächsten in der Arena begrüßen wir den Schattenmeister Amen. Und ja, Schattenmeister sagt es auch schon, dieser schmeißt regelmäßig Schattenkerzen auf den Boden. Diese machen massiven Schaden. Ihr dürft auf keinen Fall in der Nähe dieser Schattenkerzen stehen bleiben. Das heißt, ihr müsst den Boss immer ein bisschen weiter kiten, während ihr Schaden macht. Und diese explodieren nach einiger Zeit, das seht ihr hier. Und schicken dann Schattenschaden zu den schon verbliebenen Kerzen hin. Das heißt, ihr dürft natürlich nicht dazwischen stehen. Deswegen positioniere ich den Boss immer so, dass wir nicht innerhalb dieser Kerzen stehen. Man sieht das hier wunderschön, wie dieser Schaden da zustande kommt. Ansonsten castet er noch ganz normal Shadow Balls auf euch, also auch nichts Besonderes. Als nächsten haben wir Johnny Awesome oder einen Deutschen eher als Johnny Imber bekannt mit seiner Battle Cat. Und hier ist es relativ einfach, entweder fokust ihr die Katze um, sodass Johnny gezwungen ist, diese wiederzubeleben. Oder was viel einfacher ist, ihr kämpft gegen Johnny und wenn er seinen gezielten Schuss ansetzt, das ist mit einem Pfeil markiert und einem Totenkopf auf euch, stellt ihr euch hinter die Katze, sodass er seine eigene Katze abschießt. Lustiger Johnny. Anschließend könnt ihr ihn schön malträtieren. Das Ganze macht ihr den kompletten Kampf über. Ansonsten lässt er nochmal eine Void von oben herunterfallen. Das Ganze heißt Salve. Da müsst ihr einfach nur rausgehen. Sehen wir hier anhand dieses grünen Kreises. Da bekommt ihr weniger Schaden. Viel mehr kann er auch nicht. Ihr seht, ich weiche der Salve wieder aus. Da kommt wieder der gezielte Schuss. Und wir stellen uns einfach vor die Katze, beziehungsweise hinter die Katze und er schießt sie selber ab. Anschließend möchte er sein Pet wiederbeleben, wie das so für einen Hunter üblich ist. Und wir hauen ihn schlussendlich um. Und damit seid ihr Rang 4. Herzlichen Glückwunsch für eure Einladung. So könnt ihr jetzt nochmal einen Mitspieler mit in die Kampfgilde einladen. Nun kommen wir wieder zu einem Boss, der wieder etwas schwieriger ist, und zwar Kokelbart. Wie ihr seht, füllt sich die Arena komplett mit Feuer. Dieses Feuer macht massiven Schaden an euch, deswegen bitte nicht dort durchlaufen. Zusätzlich haben wir diese Wolken, die uns ein bisschen Platz machen, sodass wir auch hin und her laufen können, beziehungsweise uns verschiedene Wege eröffnen. Der Boss selber hat ein Schutzschild auf sich, womit wir ihn zunächst einmal nicht angreifen können. Das heißt also, Fernkämpfer, ihr könnt nicht euch denken, wir machen einfach Schaden an ihm. Nein, das klappt nicht. Stattdessen sind überall diese Wasserkugeln als Wasserschild bekannt, wenn wir das Ganze einziehen. Und in dieser Zeit, während wir das Wasserschild haben, können wir über das Feuer laufen, ohne Schaden zu bekommen, beziehungsweise können dann auch den Boss angreifen. Hierbei ist natürlich zu beachten, dass ihr früh genug wieder aus dem Feuer, beziehungsweise vom Boss runtergeht und euch zurück auf einen der Pfade begebt, wo die Wolken sind. Diese sind 3 Stück oder werden mit der Zeit mehr, ich bin mir da nicht genau sicher. Anschließend so schnell wie möglich wieder eine Wasserkugel einsammeln, um Wasserschild zu bekommen, damit wir wieder Schaden auf den Boss machen können. Als Damage-Dealer bräuchte ihr 2 Kugeln, als Tank maximal eigentlich 3. Als nächstes bekommen wir Hogger für Arme. Quatsch, das ist natürlich Fleischklops. Diesen müssen wir einfach kämpfen. Ihr seht, diese lilanen kleinen Pfützen auf dem Boden, die sammeln wir ein. Dadurch bekommen wir ein merkwürdiges Gefühl, was uns 20 Sekunden lang 20% mehr Schaden an ihm verursachen lässt. Müsste circa sein. Also wir bekommen dadurch mehr Schaden und Heilung. Das heißt, wir werden den kompletten Kampf über immer wieder schön die Kugeln einsammeln. Wenn er selber die Fähigkeit Fleischklops wütend einsetzt und seinen Debuff dafür bekommt, solltet ihr am besten einen Death Cooldown einsetzen, damit ihr nicht zu viel Schaden bekommt. Währenddessen sammelt ihr natürlich weiterhin schön die Orbs ein, haut ihn um, bis er schlussendlich platzt, ein kleiner Gnom da rauskommt, natürlich. Und damit habt ihr den Bosskampf auch geschafft. Als nächstes bekommen wir 2 altbekannte Gegner, einen Goblin, einen Gnom, Max Megasprengung und Bo Bommel. Und das ist relativ einfach, wir weichen natürlich den roten Punkten aus, warten eine Zeit lang, bis der erste verschwindet unter einer Kuppel. Hierbei müssen wir versuchen, von Max den Todesstrahl gegen Bo Bommel einzusetzen. Das heißt, wir begeben uns einfach unter die Kuppel, er setzt das automatisch ein. Die beiden teilen sich den Lifepool, das ist also im Endeffekt scheißegal, auf wen ihr geht. Ich habe es mal so gemacht, dass ich zu demjenigen, der unter der Kuppel ist, gegangen bin und darauf gewartet habe, dass der andere die Kuppel jeweils zerstört. Also das kann, den Spieß kann man sozusagen auch umdrehen. Das ist euch ganz überlassen, wie in welcher Reihenfolge ihr das macht. Einfach mit drunter gehen unter die Kuppel und Schaden. Nach wie vor den roten Flächen ausweichen. Mehr gibt es hier wirklich nicht zu beachten. Und ja, die beiden halt ganz genüsslich runterhauen. Ihr seht das, jetzt gibt es keine. Doch, da haben wir nochmal ein Areal, unter das einer sich stellt. Ich gehe hin. Warte, dass der andere das kaputt macht und vorsichtig, die Explosionen schieben euch zurück. Auch da solltet ihr aufpassen, dass ihr die nicht unbedingt
abbekommt, könnte euch sonst natürlich den Try kosten. Als nächstes bekommen wir Stitches bzw. Kleiner, bekannt aus Dunkelhain, der Allianz, dem Dämmerwald, und den hauen wir als nächstes um. Ist relativ einfach. Wichtig ist, wir dürfen nicht allzu lange in der grünen Suppe sein, denn diese grüne Suppe gibt uns die Fäulnis-Aura. Die macht massiven Schaden an uns, je höher sie stackt. Wichtig ist, sollten die Stapel auf 10 kommen, sind wir automatisch sofort tot. Das bedeutet, spätestens bei 5 bis 7 würde ich euch empfehlen, rauszugehen. Zusätzlich macht Stitches Kleiner Haken, damit zieht er uns wieder an uns ran, das macht körperlichen Schaden. Zusätzlich werden wir noch verlangsamt und jeweils 10% für jedes Mal Haken ranziehen. Das heißt, wenn ihr also Pech habt, seid ihr um 20-30% verlangsamt. Das heißt, ihr solltet frühzeitig wieder aus dem grünen Gift, also aus der Fäulnis rausgehen, damit ihr daran nicht sterbt. Ihr seht, ich mache das hier auch nochmal kurz vor Ende. Und dann haben wir auch schon Stitches besiegt. Auch der ist nicht wirklich anstrengend. Nun wird's musikalisch, denn wir kämpfen gegen Sony und Wes und zusätzlich ein paar Tänzer, die da stehen. Nicht alle, aber ein, zwei kämpfen gerne mit. Wir müssen heiße Nummer und hinsetzen unterbrechen. Heiße Nummer macht natürlich einen Feuerball, den wir abbekommen. Ist unnötiger Schaden. Viel wichtiger ist aber hinsetzen. Das Ganze bringt uns zum Schweigen und wir würden uns 3 Sekunden lang hinsetzen. Das möchten wir natürlich nicht. Zusätzlich können wir den Schallwellen aus den Musikapparillos ausweichen. Das Ganze sehen wir da. Dazu seht ihr immer die aufblinken. Da kommt der Schaden raus. Von denen müssen wir weggehen. Nach einer gewissen Zeit zählt der Kollege rauf und es gibt die Sprengung. Dann kommen Feuerwellen auf uns. Über diese müssen wir einfach nur springen. Mehr gibt es hier auch nicht zu beachten. Die beiden Boys und ein paar Tänzer besiegen und dann habt ihr auch diesen Kampf relativ schnell erledigt. Wichtig, wie gesagt, dass ihr hinsetzt, unterbrecht und später über die Feuerwellen drüber springt. Was ist geiler wie Sharknado in WoW? Und zwar unser Grinsezahn. Ihr seht das, ein Hai, der uns fressen möchte. Das ist im besten Kampf für Fernkämpfer. Einfach voll drauf und wenn er zu nahe kommt, weggehen. Als Melee drehen wir uns einfach am Arsch des Bosses im Kreis, je nachdem, wo er sich dreht. Denn er versucht uns die ganze Zeit mit Biss zu treffen, was massiven Schaden macht. Ihr seht vorne den Wirkbereich. Dementsprechend bleiben wir einfach am Arsch des Bosses bzw. laufen als Range vor ihm einfach die ganze Zeit weg. Viel mehr muss man hier auch nicht beachten. Man sieht das Ganze, wie ich mich schön mit ihm im Kreis drehe und als Range einfach weglaufen, 2-3 Casts drauf machen, wenn er euch zu nahe kommt, einmal quer rüber in die andere Arena-Ecke und das Ganze wieder erspringt oder versucht zumindest uns irgendwie zu attackieren. Ist auch wirklich einer der sehr, sehr einfachen Kämpfe. Es ist immer wieder interessant, wie leichte Kämpfe zwischen den schweren verteilt sind auf den verschiedenen Rängen. Es ist also nicht so, dass der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich dauerhaft stark ansteigt, sondern auch immer mal wieder etwas leichtere Bosse als schnelle Kost zwischendurch gesetzt sind, was ich persönlich eigentlich sogar sehr gut empfunden habe, sodass es nicht konstant immer nur sehr schwer ist. Als nächstes haben wir die 5 Lebra-Gnome, Trotzi, Motzi, Schmotzi, Rotzi und Kotzi am Start. Diese machen die Fähigkeit Leperöres, speien auf uns, womit sie uns ankotzen, was bis zu 20 mal stapelbar ist und jede Sekunde 5000 Naturschaden macht im Verlauf von 4 Sekunden. Das bedeutet, der Debuff bleibt maximal 4 Sekunden auf uns. Wenn ihr also zu viel Schaden bekommt als Nicht-Tank, sprich als Melee oder Range, einfach mal 4 Sekunden vor den Gnomen weglaufen, damit das Ganze sich resettet. Am besten nicht unbedingt die 20 Stapel sammeln. Als Tank einfach vorstellen, Death-Cooldown ziehen und wegklatschen. Hier muss massiv Schaden gemacht werden, dass ihr diese schnellstmöglich in den 2 Minuten natürlich tötet und versucht, den Debuff einfach nicht so hoch stacken zu lassen, solltet ihr nicht gerade eine Tank-Klasse mit extremem Self-Cooldown bzw. guten Death-CDs sein. Also einfach sonst mal 4 Sekunden weglaufen. Auch diese kleine Truppe ist dann relativ schnell erledigt. Als nächstes kommt uns der Pirat Schwarze Reude als Gegner entgegen und ihr seht schon, der Kollege hat hier eine Menge Kanonen aufgestellt. Zusätzlich sehen wir auf dem Boden die Lunten. Wenn eine Lunte bis die Kanone erreicht ist, dort angekommen ist, schießt diese Kanone. Das heißt, wir versuchen uns immer an eine Lunte zu stellen, also diese schwarzen Linien, die gerade frisch gespawnt sind, beziehungsweise wo wir wissen, die ist ein bisschen langsamer. Hier werden wir nicht beschossen. Zusätzlich macht der Boss noch den Chargel, beziehungsweise Angriff.
Und dabei schleudert er uns einfach ein Stück nach vorne oder zur Seite. Dem sollten wir natürlich ausweichen. Ansonsten, wie gesagt, auch nur die Kanonen dodgen. Viel mehr ist das nicht. Den Boss ganz genüsslich runterzimmern. Ihr seht das hier. Ich stelle mich immer dahin, wo gerade eine neue Lunte gekommen ist, beziehungsweise wo eine langsame Lunte gerade läuft. Und wenn diese abläuft, einfach eine Lunte links oder rechts stellen, eventuell zwei, und wieder zurück auf die Position der langsamen Lunte. Viel mehr gibt es hier nicht zu beachten. Einfach nur nicht dastehen, wo die Kanonen feuern. Ansonsten bekommt ihr natürlich einiges an Schaden ab und dauerhaft könnte das zu viel Schaden sein, den ihr einstecken müsst. Als nächstes bekommen wir einen Dinosaurier, und zwar Tops als Gegner. Diesen müssen wir konstant ausweichen, und zwar wird er regelmäßig den Dino-Ansturm wirken, wobei er nach vorne stürmt und massiven Schaden macht. Das Ganze kann auch für einen Tank als One-Hit gelten, also steht da bitte auf gar keinen Fall drinne, wenn der also wegdasht. Zusätzlich haut er sich damit aber den Kopf ein und bekommt, während er betäubt ist, 50% mehr Schaden. Dazu macht er noch Dino-Dickkopf, was also den Dino-Ansturm immer wieder verringert, beziehungsweise die Zeit, bis er das wirkt. Ihr seht, er rennt erst ein paar Mal hin und her, bevor er sich also wieder den Kopf einhaut und ihr in der Zeit, wo er sich den Kopf eingehaut hat, natürlich dann draufhauen könnt. Solltet ihr zu nah an ihm stehen, nachdem er betäubt worden ist und auf dem Boden haut, kann es passieren, dass ihr betäubt werdet und wenn ihr Pech habt, also in der Laufbahn von Tops steht, dementsprechend massiven Schaden kassiert und beziehungsweise als One-Hit das Ganze beendet ist. Ich habe das Ganze mit dem Bären im First Try geschafft, muss aber leider, traurig es ist, zugeben, dass ich es mit dem DK zweimal verkackt habe, weil ich nicht wusste oder nicht gecheckt habe, dass ich nicht da drin stehen sollte in seinem Angriff. Ich dachte, das gibt ein bisschen Schaden, es kickt euch vielleicht weg, aber nein, es tötet euch tatsächlich mit einem einzigen Schlag. Ihr seht, das Ganze einfach ausweichen und immer wieder draufhauen. Auch ruhig Schaden an ihm machen, wenn er am Laufweg ist, solange ihr weit genug weg seid und nicht getroffen werden könnt. Als nächstes bekommen wir die Gnomendame Milliwatt als Gegner. Diese hat insgesamt zwei Fähigkeiten, um die wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Das eine ist elektrisches Dynamit, das sie auf den Boden wirft. Das Ganze hat eine Cast-Zeit und kann unterbrochen werden. Ihr solltet aber bitte darauf achten, dass ihr immer schön zwei von diesen Elektropfützen da habt. Warum? Das Ganze ist nämlich auf die nächste Fähigkeit von ihr. Das ist ein beschissener Name. Mega fantastischer Discombo. Boomorphator. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir verdammt nochmal leid. Dieses verwandelt euch aber in ein Robohühnchen. Das Ganze lässt sich nur unterbrechen, wenn ihr als Hühnchen Elektroschaden bekommt, den sie so an euch nicht macht. Das bedeutet also, wenn sie diese Fähigkeit wirkt, stellt ihr euch vorher, ein, zwei Sekunden vorher, in eine der Elektroflächen, die wir hier haben, und dementsprechend werden wir sofort wieder zurückverwandelt. Ansonsten sind wir 14 Sekunden Hühnchen und diese Zeit brauchen wir natürlich, um sie rumzuhauen. Gerade wenn ihr keine legendären Items habt, wird das Ganze sonst relativ knapp. Ihr seht das hier bei mir, der Timer läuft langsam ab und ich habe mich dementsprechend immer, wenn sie mich verwandeln wollte, schnell in eine Elektrofläche reingestellt. Ansonsten, wenn ihr zwei habt, könnt ihr ruhig unterbrechen, sodass nicht mehr Flächen kommen. Die Flächen verschwinden aber auch wieder nach einer Zeit. Dementsprechend natürlich aufpassen, dass ihr immer genug habt, um euch hineinzustellen. Sollte es wirklich mal passieren, dass der Berserker ankommt, dann kommen Feuerwellen von oben. Da müsst ihr einfach gucken, dass ihr von diesen nicht getroffen werdet. Seht ihr jetzt hier nicht, aber werdet ihr später noch sehen. Der nächste Gegner ist Karl, ein relativ einfacher Name, und das ist dieser Magmawurm. Der kommt aus der Erde und gräbt sich gelegentlich mal ein und taucht auf anderen Positionen wieder auf. Das heißt, so wie hier müssen wir einfach nur die Position wechseln. Zusätzlich spuckt er eine Feuerfläche, in der wir natürlich nicht stehen sollten, auf den Boden. Diese Feuerfläche explodiert nach einer gewissen Zeit und schickt in alle vier Himmelsrichtungen, also Norden, Osten, Süden, Westen, jeweils eine Feuerwelle ab. Diese sollten wir natürlich auch nicht abbekommen, das heißt das Ganze dodgen. Das wäre aber zu einfach. Sollte diese Feuerwelle nun eine bereits entstandene andere Feuerfläche treffen, so wie es hier der Fall ist, also diese kleine Kugel da drin, dann schickt diese andere Feuerfläche auch wieder in alle vier Himmelsrichtungen Feuerwände los. Das bedeutet, wenn also eine Feuerwand auf eine andere Kugel trifft, so wie jetzt zu sehen, zack, dann wird die nächste auch automatisch entzündet und diese schickt auch automatische Wälder. Wenn ihr also Pech habt und ihr habt zu viele von diesen
Feuerkugeln auf dem Boden liegen, beziehungsweise die sind scheiße gespawnt, so wie jetzt, schaut mal, dann geht hier aber übelst die Feuerparty los, weil jetzt haben sich hier 4 Stück auf einmal hintereinander entzündet und wir bekommen aus 4 verschiedenen Richtungen, beziehungsweise aus einem Eck, immer wieder Feuerwände zugesendet. Dementsprechend einfach darauf achten, wo ihr steht, positioniert euch richtig, moved gelegentlich raus, auch wenn es kurz zum Damage-Verlust bedeutet, aber der Boss verschwindet ja gelegentlich eh an andere Positionen. Als nächstes bekommen wir ein Trio, das an Overwatch-Charaktere angelehnt sein soll. Das ist Hudson, Dupree und Rumsatz. Und zwar als erstes Hudson, das ist ein Gorilla oder soll Winston darstellen. Fängt mit einer Barriere an, die müssen wir einfach unterbrechen. Zusätzlich macht er noch Elektroschocks auf uns und springt mit seinem Sprunggetriebe ab und zu mal weg. Also den habe ich als letztes gekillt. Zusätzlich haben wir Dumpree, der soll McCree darstellen mit High Noon, also Schlag 12. Castet er die ganze Zeit, was massiven Schaden an uns anrichtet, wenn es uns trifft. Deswegen habe ich den immer als erstes fokussiert und versucht, den zuerst zu töten. Und als letzten haben wir Stoffray, der halt einfach Junkrat darstellen soll und uns gelegentlich nach hinten kickt und mit Minen, wie wir hier sehen, überall Minen hin und her wirft. Also einfach get easy. Zuerst habe ich halt, wie gesagt, den McCree, Dumpree gekillt, danach Stuffree, den Junkrat und zuletzt haben wir Hudson, also Winston, gekillt, weil in der Reihenfolge schien es mir einfach am einfachsten und wirklich anstrengend oder großartig schwer sind die nicht. Es gibt Informationen, dass es auch noch andere Overwatch-WoW-Charaktere sozusagen für diesen Kampf geben soll, die aktuell noch nicht bekannt sind. Damit sind wir nun auf Rang 7 angekommen. Der nächste Boss ist Knubbel. Der spawnt oben rechts, ist diese Schlange. Und Knubbel hat einige Fähigkeiten. Das erste ist, dass er Gift hinter sich verstreut. Deswegen müssen wir ihn die ganze Zeit kiten. Ähnlich wie bei Snake, passt ja, ist ja eine Schlange, versuchen wir ihn so gut wie möglich außen rum abzulegen, damit er seine eigene Spur nicht mehr kreuzt. Zusätzlich spuckt er regelmäßig mit Knubbelstärkung überall Gift hin. Und sollte er selber in dem Gift stehen oder durch Gift laufen, verursacht er mehr Schaden und kassiert weniger Schaden. Aus diesem Grund dürfen wir ihn nicht stehen lassen, beziehungsweise müssen darauf achten, dass er definitiv nicht durch Gift gezogen wird, beziehungsweise in sein eigenes Gift hineingerät oder stehen bleibt. Also immer schön rückwärts laufen, gucken, dass ihr nicht durch Gift lauft und natürlich die Kreise so weit außen wie möglich zieht. Ihr habt auch hier nur 2 Minuten Zeit, um ihn zu besiegen. Ich muss tatsächlich gestehen, das war der erste Kampf, in dem ich dann auch Pots benutzt habe mit dem Druide, damit wir den Boss schnellstmöglich runterhauen. Ich empfehle nach wie vor, wenn ihr nicht gerade das dicke GS habt oder trotzdem eine Flaskröhe einzupacken, die kostet 400-500 Gold, ist also nicht die Welt. Zusätzlich eventuell ein bisschen Buff-Food, Trommeln, wenn es denn sein muss, gerade für die Letzteren auf Rang 7 sind Trommeln sehr wichtig bzw. sehr vorteilhaft und natürlich ein paar Flasks. Ihr könnt auch Flasks hier für 15 Gold das Stück in der Arena kaufen, bei einem Händler vorne am Eingang, bei der Allianz weiß ich nicht genau, wo es ist, müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch die ganz normalen nehmen vom Auktionshaus, die geben euch aber nur 2500 Rüstungen und die hier geben euch 3000 Rüstungen, das heißt, die sind etwas besser. Hier seht ihr, was passiert, wenn es im Berserker geht, diese Feuerwand kommt auf uns zu, sollte die uns treffen, sind wir instant tot. Als nächstes haben wir die Ahnenechse. Diese beschwört 4 Totems und diese Totems geben natürlich verschiedene Buffs an ihn. Zusätzlich hinterlässt er diese kleinen Kreise, aus denen wir einfach rausgehen. Ich glaube, dass das eine Art Mini-Totems sind, die nach einer Zeit explodieren. Deswegen habe ich den Boss einfach rausgezogen. Jedes der 4 Totems gibt einen Effekt auf den Boss, der sich stapelt, aber auch nach einer Zeit wieder abläuft, wenn ihr den Boss wegzieht. Ich kann entweder empfehlen, dass ihr den Boss immer wieder schön im Viereck zieht, sodass er jeden Effekt irgendwann mal drauf hat. Als Tank würde ich ihn zum roten Totem ziehen, denn das rote Totem erhöht den Schaden, den er macht. Als Tank ist das relativ einfach wegsteckbar. Das blaue Totem müsste blau oder das Windtotem verringert den erlittenen Schaden des Bosses, ist also für Spieler mit massiven Schaden vielleicht interessant. Das Heiltotem, beziehungsweise jetzt wirklich das blaue Totem, das heilt den Boss immer um 2-3% von ihm selber. Wenn ihr also genug Schaden habt, ist auch das verkraftbar. Und das andere Totem hinten erhöht sein Tempo, also dass er auch schneller Schaden verursachen kann. Hierbei sollte man sich überlegen, welches Totem für einen am besten nützt, beziehungsweise ob es vielleicht sinnvoll ist, den Boss die ganze Zeit im Viereck durchzukiten, sodass er entweder mal alle Effekte oder immer mal nur 1 oder 2 Effekte drauf hat. Ich persönlich habe mich einfach entschieden, lasst den Boss mehr Schaden machen. Als Tank ist das natürlich relativ einfach an der Stelle. Als DD müsst ihr da umdenken, je nach Damage-Klasse und was ihr natürlich bevorzugt.
Als nächstes kommen unsere Bremer Stadtmusikanten an den Start. Und zwar einmal Epicus Maximus, der wird beschworen. Das heißt, es kostet euch alleine schon 20 Sekunden. Das ist ein Untoter mit einer Gitarre, der auf einem Dinosaurier reitet, der wiederum auf einem Hai steht. Sag ich ja, unsere Bremer Stadtmusikanten. Und hier müssen wir auf Folgendes achten. Zum einen, die blaue Vernichtung muss regelmäßig unterbrochen werden. Ansonsten kickt ihr euch massiv zurück, was euch natürlich Zeit kostet. Zusätzlich haben wir den Destruktor-Laser. Den müsst ihr einfach weglaufen, wirkt 12 Sekunden, einfach im Kreis drehen, keine Probleme. Und finsteres Rock'n'Roll, das sind diese gelben Scheiben, die einfach nur Schaden verursachen. Wenn ihr davon mal ab und zu einen schluckt, ist okay. Versucht aber auch hier so wenig wie möglich mitzunehmen. Hier ist es wichtig, massiven Schaden aufzufahren, um in der 1 Minute 40, denn knappe 20 Sekunden braucht der Boss überhaupt, um in die Arena zu finden, die ihr dann noch Zeit habt, um ihn zu besiegen. Also es kann eine knappe Sache mit Berserker sein, wenn ihr natürlich massiven Schaden habt, kein Problem. Als Tank könnte das ein bisschen schwieriger werden, erst recht, wenn ihr wie immer keine legendären Items habt. Dementsprechend empfehle ich euch gerade bei den letzten beiden Boss, bitte benutzt eine Flasks, Buff Food, Potted. Ja, ihr könnt euch hier wie gesagt einen Pot kaufen, der auch ein bisschen besser ist. Ansonsten den Pot aus dem Auktionshaus nehmen. Die Dauerrune, wenn ihr sie habt, eine Rune habe ich jetzt hier nicht unbedingt benutzt. Aber eventuell Trommeln einzupacken, auch die sind nicht sehr teuer. Also Mini-HT und diese zu zünden, damit ihr den Boss definitiv schnell in der Zeit platt kriegt. Ich glaube, ich habe es hier im Berserker geschafft, so wie beim letzten Boss auch. Man sieht das, jetzt kommt nochmal der Strahl. Einfach ausweichen. Und wie gesagt, wenn Berserker kommt, kommt von oben Feuer, wir haben es sogar noch davor geschafft, da sieht man das Ganze, da sollte man nicht drinstehen. Als letzten und härtesten bekommen wir Ray D. Tier. Dieser imitiert die 10 Bosse aus der Höllenfeuer-Zitadelle mit ihren passenden Fähigkeiten. Dementsprechend müssen wir immer reagieren. Hier haben wir zum Beispiel vom ersten Boss die Schockwelle gesehen. Mit den Steinen da versuchen auszuweichen, wenn es geht, oder schnell rauszuspringen. Aber auch der zweite Boss bzw. der dritte Boss mit der packenden Hand kann kommen. Da müssen wir einfach nur die Hand schnellstmöglich zerstören, um dann am Boss weiterzukommen. Ansonsten, wenn er sich in Gurtoxidblut verwandelt, bekommen wir die Säurewindung, die uns einen Debuff stapelt und 100% Naturschaden und unsere Rüstung verringert. Das wollen wir natürlich nicht, müssen wir auch ausweichen. Ansonsten, wenn er Killrock nachmacht, bekommen wir Todeswindung, da einfach rauslaufen. Das sind diese grünen Flächen, da einfach beim Boss im Kreis drehen. Wenn er Gorfind macht, kommt erdrückende Dunkelheit. Auch diese geht im Kreis. Wenn sie explodiert, einfach dahin gehen, wo gerade explodiert ist und weiter aussuchen. Wenn er den guten Sakun nachmacht, bekommen wir einen Teufelskristall. Dieser Teufelskristall wird alle 5 Sekunden uns dann bombardieren, wie wir sehen, mit Schattenschaden. Den müssen wir einfach aussuchen. Wenn er Velhari nachmacht, bekommen wir den Richthammer der Tyrannen, der uns einfach ein Stück zurückschleudert. Wenn er Xul'Horak nachmacht, bekommen wir das schwarze Loch, vor dem wir einfach nur weglaufen müssen. Sollte er Manoroth nachmachen, noch fügt er innerhalb von 3 Metern massiven Schaden zu. Auch da müssen wir einfach nur von der Explosion weglaufen. Und sollte er es wirklich schaffen, Archimonde noch nachzumachen, stößt er den Gegner mit Teufelsschattenmagie hoch in die Luft, und zwar sehr hoch, was extremen Fallschaden machen kann. Im Allgemeinfall solltet ihr aber bis dahin den Boss besiegt haben. Nur den zweiten Boss selber macht er nicht nach, alle anderen werden nachgemacht. Wie ihr seht, habe ich das Ganze hier aber auch schon fertig erledigt. Damit haben wir den Erfolg König der Kampfgilde und alle anderen bekommen und bekommen nun den Titel Grubenkämpfer bzw. Grubenkämpferin, mit dem wir uns natürlich sofort auszeichnen können. Müssen wir aber nicht. Zusätzlich haben wir diverse Erfolgspunkte bekommen und bekommen jetzt Zutritt zu unter anderem, weil wir Rang 8 sind, zu dem Reittier. Zunächst einmal seht ihr hier im Inventar, haben wir die ganze Zeit solche Beutel bekommen. Diese können wir öffnen. Dort befindet sich immer etwas Trash drin, das wir gegen ein bisschen Echtgold verkaufen können. Zusätzlich bekommen wir das Kampfgold daraus. Ihr könnt maximal 5000 Kampfgold mit euch rumtragen. Und bei dieser Händlerin hier können wir dann verschiedene Spezifikationen, die uns halt wie gesagt innerhalb der Kampfgilde hier Bonis geben, die uns jetzt nicht wirklich im Kampf großartig unterstützen, kaufen. Oder halt, wie auch schon anfangs erwähnt, einige Herausforderungen. Ihr seht das Ganze hier, das sind so unter anderem diese Bonis, die hier aufgezählt sind. Es gibt 2 Pages, die kosten so um die 250 bis 1000 Gildengold, also hier dieses Gold, was wir hier einsammeln, diese spezielle. Und eine Herausforderung kostet immer 500. Hierfür solltet ihr euch am besten 5 Freunde schnappen, euch gemeinschaftlich anmelden. Macht das Ganze meiner Meinung nach
einfacher. Wie gesagt, bei der Pandarendame könnt ihr Einzelherausforderungen kaufen, unter anderem Gegner aus der Season 1, gegen die ihr dann spielen könnt, aber müsst ihr nicht. Bei der Horde vorne am Eingangsbereich, zu dem ich mich gerade hinbegebe, können wir dann diverse weitere Sachen kaufen. Bei der Allianz weiß ich nicht genau, wo es ist. Hier gibt es einmal Heiltränke und die Pots, die ich schon angesprochen habe, wie wir hier sehen, ist hier unter anderem auch zwei Haustiere, die man sich kaufen kann für seine Sammlung. Und natürlich das Reittier, wofür man das Ganze, oder die meisten von euch das Ganze hier überhaupt gemacht haben, um einmal das Reittier zu kaufen. Zusätzlich gibt es nochmal einen accountgebundenen Gegenstand, und zwar eine Waffe, die Faustwaffe, die man sich kaufen kann, mit der man dann auch zusätzlich, wenn man möchte, leveln kann. Das ist alles, was ihr hierfür bekommt, also ein Haufen Erfolgspunkte, ein Reittier, eine accountgebundene Waffe sowie zwei Haustiere. Ich glaube, das Ganze lohnt sich definitiv. Ihr braucht circa zwischen 1 bis 2 Stunden. Kommt natürlich darauf an, wie viele andere Spieler mit in der Warteschlange sind, beziehungsweise wie viele Tries ihr bei den Bossen braucht. Ich habe alleine in der Arena ohne große Wartezeit circa 1 Stunde gebraucht, um alles zu bekommen. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch gefallen, wobei so klein war er gar nicht. Wenn ja, abonnieren, kommentieren, liken, good game und auf Wiedersehen!